unter Führung von Herrn Hauptmann Robert Mikulajczak ein. Am Ende der Formation marschiert Hauptfeldwebel Christoph Czaja. Er ist als Kompaniefeldwebel mit einer gelben Kordel an der rechten Schulter gekennzeichnet. Der Kompaniefeldwebel wird auch als Spieß oder Mutter der Kompanie bezeichnet. Nach dem Einmarsch meldet der Kompaniechef seine Kompanie an den Durchführenden und Führer der Gelöbnisaufstellung, Herrn Hauptmann Stefan Thiel. Insgesamt legen 124 Soldatinnen und Soldaten der ersten Kompanie ihren Diensteid bzw. ihr feierliches Gelöbnis ab. Es marschieren nun die Rekrutinnen und Rekruten der 2. Kompanie unter Führung des Kompaniechefs Herr Oberleutnant Matthias Bauer ein. Am Ende der Formation marschiert Stabsfeldwebel Frank Gerke als Spieß der 2. Kompanie. Insgesamt legen 117 Soldatinnen und Soldaten der 2. Kompanie ihren Diensteid bzw. ihr feierliches Gelöbnis ab. Zum Abschluss marschieren nun die Rekrutinnen und Rekruten der 1. Kompanie des ABC Abwehrbataillons 750 Baden unter Führung von Hauptmann Lars Hoffmann ein. Am Ende der Formation marschiert Stabsfeldwebel Christian Müller. Insgesamt legen 57 Soldatinnen und Soldaten der 1. Kompanie des ABC Abwehrbataillons ihre Diensteid bzw. ihr feierliches Gelöbnis ab. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit, die Angehörigen des Flieger Karakostas.
sollen sich bitte ein VIP-Zelt einfinden. Vielen Dank. Abteilung! Meine Damen und Herren, es folgt nun der Einmarsch der Ehrenformation. Sie setzt sich zusammen aus dem Heeresfußkorps Koblenz unter Führung von Herrn Hauptmann Wolfgang Dietrich, dem Fahnenzugführer Oberleutnant Manuel Schmidt von der 2. Kompanie, den Fahnenabordnungen